Formel 1. Und jetzt werden Sie zu Recht sagen, Moment mal, da fehlt doch noch einer. Der Hit, der immer noch auf dem Oktoberfest läuft jedes Jahr. Das Video damals in der Karibik, eine Strandbar. Junge, paarungswillige Menschen haben ihre Luxuskörper aneinander gerieben. Hier ist die Originalstimme von Kaoma, Lambada. Estará ao lembrar.
bisschen mit Tropical Dance, danke. Sag mal, mein Lieber, das waren ja nun so deine größten Hits von damals. Was machst du heute? Erzähl es den Leuten. Ja, okay, also es gibt ja einige andere Produktionen, die ich gemacht habe. Und ich freue mich, nach 20 Jahren Fancy ein Jubiläum feiern zu können, hier auch in Formel 1. Ja. 20 Jahre! Übrigens, man muss eines sagen, Fancy behauptet ja, er hat mehr Platten verkauft als Modern Talking. Aber eines hast das du nicht. Nicht. Eines hast du nicht, so viele Schlagzeilen. Danke, dass du da warst. Danke. Danke, Thomas. Danke. Das stimmt. Tschüss. Schönen Abend. Fancy. Ich glaube, die Antwort ist nicht sehr schwer. Wir bleiben natürlich in Frankreich. Und wir haben jetzt eine Frau. Da kram ich mal in meinem französischen Wortschatz. Also formidable, dangereux, extraordinaire. Ah, sie ist einfach super. Sie werden sie sehen und sie kennen alle ihren Hit. Voyage, Voyage heißt der. In Frankreich heißt sie Desireless, bei uns aber bekannt als Desireless. Nuages, marécages, devant d'Espagne en pluie d'Équateur.
schwer verändert von den 80er Jahren bis heute, oder? Aber irgendwie sind wir alle ein bisschen älter geworden. Hallo, da sind wir wieder, zurück bei Best of Formel 1. Und der nächste Titel hat einen berühmten deutschen Komponisten vom Klavierintro aus inspiriert. Und zwar, er dachte sich, naja, was kann ich mit diesem Klavierintro wohl so machen? Und er machte You're My Heart, You're My Soul. Aber wir hören hier die Inspiration. Hier ist Gazebo und I Like Chopin. Like
Chopin. Weil sie einfach großartig damals schon war. Aber meine Herren, wir sind alle ein bisschen älter geworden und wir packen uns heute Abend mal an die Nase, auch Ingolf Lück. Und wir achten mal auf die schöne Kopfstimme dieser Frau. Hier ist Samantha Fox. Oh, touch me. Moderatoren aufgebaut haben, sagen wir Freundschaft. Und wir haben nun eine Künstlerin, die hat sehr großen Wert darauf gelegt, dass sie von dir, Steffi, auf der Bühne zu ihrem Auftritt geleitet wird. Stimmt das? Das mache ich gerne. Tschüss, Thomas. Danke. Okay. Es war ja so, ganz viele Künstler aus den 80er Jahren, die haben wir heute nicht mehr in den Plattenläden, weil die einfach irgendwie so erfolglos geworden sind. Die haben dann ein Album gemacht, das wollte keiner, das nächste wollte überhaupt niemand mehr. Und dann gab es keinen Plattenvertrag mehr und weg waren sie. Aber es gab auch eine Künstlerin, die hat Ende der 80er Jahre gesagt, wisst ihr was, Freunde, ich habe irgendwie was anderes vor mit meinem Leben. Ich möchte jetzt Familie haben, ich möchte Kinder haben, ich möchte heiraten, ich will meine Ruhe. Und sie ist einfach gegangen. Und es ist schön, dass sie heute hier ist mit ihrem ersten Hit. Hier ist Sandra und Maria Magdalena.
vermisst? Du hast echt umgeschaltet von Popstar auf Mutter, Familie, Feierabend. Ich will meine Ruhe haben. Hast du es nie vermisst? Eigentlich nicht. Also es ist meine zwei Söhne, meine Zwillinge sind inzwischen 9. Und ich habe vor 2 Wochen Premiere gehabt mit 1 Stunde und 15 Minuten live auf der Bühne in Leipzig und das war sensationell. Und dann wolltest du schnell nach Hause oder was? Und dann habe ich gesagt, bloß wieder weg hier. Hey, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Hat mich sehr gefreut, dich mal wieder zu sehen. Ja, und irgendwann sehen wir dann deine Söhne auf der Bühne, oder? Vielleicht, mal sehen. Okay. Sandra! Hey! Ja. Tu uns den Gefallen. Leute, hier ist Grace Jones! Stop.